Die Großeltern spielen eine wichtige Rolle in unserem Leben. Sie sind nicht nur Teil unserer Familie, im besten Fall geben sie Weisheit und Wissen an ihre Enkel weiter. Sie sind wertvolle Ratgeber, liebevolle Begleiter und manchmal sogar beste Freunde. Barbara Kalich, Talk um 4. Für meine heutigen Gäste sind Oma und Opa die größten Vorbilder. Herzlich willkommen Ihnen und ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Für Sarah war ihre Oma der großartigste Mensch der Welt. Von ihr hat sie gelernt, dass der Sinn des Lebens darin besteht, anderen Menschen zu helfen. Thomas verdankt seinen Beruf seiner Großmutter, die besten Salzburger Nockerln gemacht hat. Deshalb hat er im Alter von 9 Jahren schon beschlossen, Koch zu werden. Auf eine starke Familie baut Johanna. Sie ist die Enkelin von Österreichs erster Frauenministerin Johanna Donal. Warum das für sie Segen und Fluch zugleich ist, wird sie uns gleich erzählen. In anderen Familien können Diskussionen über die Klimakrise zum Generationenkonflikt führen. Nicht so bei Michael. Sein Opa ging mit ihm sogar auf einen Klimastreik. Meine Oma ist ein sehr toleranter Mensch und hat überhaupt keine Vorurteile. Sie hat dadurch einen besseren Menschen aus mir gemacht, schwärmt Melanie alias Amelie. Manuel hat von seinen Großeltern gelernt, sich nie unterkriegen zu lassen. Und seine Oma hat in ihm die Liebe zur Kunst und zur Musik geweckt. Wir werden heute ein bisschen in die Vergangenheit reisen, all jene, wo die Großeltern nicht mehr leben. Die werden wir heute hochleben lassen und einige von euch haben ja das Glück, dass noch Großeltern am Leben sind. Ne? Johanna, deine Oma leider nicht mehr, aber Johanna Donal war eine der legendärsten Politikerinnen hierzulande, eine Ikone der Frauenbewegung. Sie war in den 90ern, ich glaube 90 bis 95, Österreichs erste Frauenministerin und eben auch eine Ikone der Frauenbewegung. Was hat sie denn gemacht für das Land? Ich glaube, da reicht die Sendung nicht aus. Also prinzipiell, was hat sie gemacht für das Land? Sie hat immer für die Rechte der Frauen gekämpft. Ich glaube, sie hat maßgebliche Errungenschaften geschaffen. Nur um ein paar zu erwähnen, weiß nicht, die Fristenregelung oder Betretungsverbot, Familienrecht. Gibt so viel, das erste Wiener Frauenhaus. Mutterschutz. Gewaltschutzthema überhaupt. All diese Themen, die ja maßgeblich sind, um in einer besseren Gesellschaft zu leben, hat sie vorangetrieben und gekämpft dafür und auch nach der Politik, also nach ihrer politischen Karriere, unermüdlich weitergekämpft. Seien es Frauenstammtische oder auf jeder Demo dabei gewesen. Genau. Ja. Genau. Und sie war nicht nur eine starke Frau, sie war auch eine starke Mutter und eine starke Großmutter. Du bist viel bei ihr gewesen. Woran erinnerst du dich noch und warum hast du viel Zeit mit ihr verbracht? Warum ist die, genau, der Ausgang dafür war, meine Mutter arbeitet und hat 2 Kinder bekommen. Mein Vater auch berufstätig. Meine Mutter war damals noch in Nachtdiensten eingeteilt. Das heißt, ich war nicht oft allein. Meiner Oma war es irrsinnig wichtig, viel Zeit mit mir zu verbringen. Ich habe ja auch ihren Namen bekommen und ich habe von Anfang an gespürt, dass ich irgendwie was Besonderes in ihrem Leben bin und das hat sie mich jeden Tag fühlen lassen und hat meine Mutter tatkräftig unterstützt. Dank dem Herrn Heilig, dem damaligen Chauffeur von meiner Großmutter, wurde ich auch immer umsorgt, so gut es ging und von der Schule abgeholt und solche Geschichten. Und wir waren einfach irrsinnig viel unterwegs zusammen und als meine Eltern sich dann getrennt haben, die waren nie verheiratet, habe ich eine ziemlich schwere Zeit durchgemacht. Sie hat das sofort erkannt und hat mir dann ein Pferd geschenkt. Ja, also ich glaube, so der Traum jedes kleinen Mädchens passt vielleicht jetzt auch nicht ganz. Aber sie hat das einfach irrsinnig toll gefunden, dass ich mit so einem großen Wesen umgehen möchte und hat mir dann ein ziemlich widerspenstiges weibliches Pferd geschenkt. Die Paulina hat gesagt, die gehören zusammen. Das hat mir meine Jugend sehr, sehr gerettet. Also ich bin im Gemeindebau aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie das sonst, in welche Bahnen ich da geraten wäre. Und als sie so auf dich aufgepasst hat und der Herr Heilig dich abgeholt hat, warst du ja wahrscheinlich auch in den Räumlichkeiten des Ministeriums. Ja. Viel. Das muss ja ganz eine andere Welt gewesen sein, ne? Ja, als Kind kriegt man das nicht so mit. Das Gute ist, Kinder urteilen nicht. Kinder leben den Moment und das habe ich auch so gemacht. Aber ich habe natürlich irrsinnig starke Leute kennengelernt, vor allem starke Frauen. Also ihr ganzes Sekretariat besteht ja aus Kämpferinnen.
Und bin da sehr gut aufgehoben gewesen, habe viel vorgelesen bekommen. Okay. Ja. Und der Name Johanna, dort ist sie durchgesetzt, weil du heißt ja, du heißt ja eigentlich Johanna Helene. Johanna Helene Donal, genau. Ja. Aber da hat sie sich durchgesetzt, ne? Ja, der Wunsch vom Papa war Alice, also nach Alice im Wunderland. Und die Oma hat sich dann aber durchgesetzt. Ja. Die hat gemeint, na, also muss nur Johanna geben. Ja. Gut so, das finde ich super. Dankeschön. Ich komme aus der Gänsehaut ganz außer. Schön, danke. Vielen Dank. Du hattest ja auch so eine starke Großmutter, oder? Ja, ich sage mal, dass sie nach außen hin sehr stark war. Also, weil sie für andere so viel stark auch war. Naja, und entschuldige, für Frauen vor allem sehr stark, oder? Sie hat sehr viele Frauen unterstützt und zu sich geholt und aufpäppelt und war da für sie, oder? Zum Großteil, genau. Aber die Oma, für die Oma war wirklich jeder Mensch gleich. Und da war es komplett egal, ob das eine Österreicherin oder ein Österreicher war, ob die Dame aus Bosnien kam damals, ob es der regionale Politiker war, der immer zu ihr ins Großhaus essen gekommen ist, oder ob es die Nachbarin war, der nichts zum Essen gehabt hat. Sie ist wirklich jedem Menschen mit demselben Respekt und mit derselben Wertschätzung begegnet. Und dadurch, so habe ich das als Kind erlebt, hat sie auch immer diese Wertschätzung auch zurückbekommen. Mhm. Und deswegen sage ich wirklich, die Oma war für mich die großartigste Frau, die ich je gekannt habe. Und es wird auch keiner mehr kommen, der besser ist als sie. Meine Mama weiß eh, wie ich das meine. Sie ist da dann nicht irgendwie eifersüchtig. Aber ich könnte mich nicht erinnern, dass irgendwer zu der Oma mal schier war, dass er sie irgendwann einmal schlecht behandelt hat. Weil sie hat immer gesagt, so, wenn man in den Wald reinschreit, so kommst du zurück. Mhm. Und das hat sie gelebt. Und das wird mir jetzt erst bewusst, als erwachsene Frau, wie sie gelebt hat und was sie gelebt hat, die Werte. Weil du gesagt hast, nach außen hin war sie die starke Frau, innen nicht, innen drin? Nein, sie hat auf ganz, ganz viel verzichtet. Worauf? Für andere. Naja, sie hat zum Beispiel keinen Führerschein gehabt. Weil für sie immer das Wohl der anderen, und da ist ganz egal, ob es das Gasthaus war, wo sie auch mit ihren Eltern noch gearbeitet hat, ob es mein Opa war, ob es die Kinder waren, ob es wir waren. Sie hat wirklich immer auf alles verzichtet, was sie gern gemacht hätte. Und wie war ihre Kindheit? Ihre Kindheit war, ich glaube, dass sie deswegen so war, weil sie meinte, sie muss so dankbar sein, weil ihr eben ein ganz besonderes Schicksal widerfahren ist. Also die Oma ist eigentlich in Graz geboren und wurde von ihrer leiblichen Mutter weggegeben, 1948. Und die Dame, die sie dann aufgenommen hat in dem Berggasthaus auf 1050 Meter, ich weiß heute nicht, wie die damals nach Graz gekommen ist, mit welchem Auto oder keine Ahnung, der hat gesagt, sie ist da nach Graz gefahren in das Kinderheim und hat gesagt, das erste Kind, das mich anlächelt, das nehme ich mit. Ist einfach gegangen damals anscheinend. Und das war zum Glück meine Oma. Und du glaubst, dass sie deswegen auch versucht hat, das, was ihr Gutes widerfahren ist, auch zurückzugeben? Genau. Also das war definitiv ihr Zugang. Wie gesagt, das sehe ich erst heute so, aber wie die Johanna schon gesagt hat, als Kind ist das so normal, was die Erwachsenen rund um dich tun. Ob es gut oder schlecht ist, es ist normal für uns Kinder, was die Erwachsenen neben uns tun. Und wenn ich jetzt so reflektiere, was die Oma gemacht hat, dann ist das absolut nicht normal. Mhm. Also das ist besonders auf jeder Ebene. Und war sie eine liebevolle Oma? Ja, sie war die allerbeste, auch wenn sie einen schlechten Tag gehabt hat. Du wirst wahrscheinlich auch die Geschichte erzählen, wie gut die Oma gekocht hat. Meine Oma war auch Wirtin, hat uns jeden Tag bekocht. Also wir haben jeden Tag bei ihr im Gasthaus gegessen. Wenn du sagst liebevoll, dann fällt mir das ein, dass ich in der Woche zwei-, dreimal unbedingt immer bei ihr schlafen wollte. Das ist, Gott sei Dank hat das funktioniert, weil wir gleich nebenan gewohnt haben. Und diesen Geruch von der Oma, den hab ich heute noch in der Nase. Den würde ich glaube, mit 95 auch noch in der Nase haben. Mhm. Wenn sie da mit mir kuschelt hat und mir vorgelesen hat und Heitschi und Beitschi gesungen hat. Kommt mal, Kelly. Ja, das ist, den Geruch kriege ich definitiv mein ganzes Leben lang nicht mehr weg. Mhm. Und gut so. Also, ich bin jetzt nicht so, dass ich mit ihr rede, weil ich glaube, sie ist irgendwo. Diesen Zugang habe ich nicht, aber sie ist da drinnen. Und sie ist da drinnen und da drinnen und da drinnen in jedem Schritt, was ich eigentlich mache, tagtäglich. Ja, dann sind die ganzen Qualitäten von ihr in dir. Das ist ja, ja, sie hat mir ihre Werte definitiv weitergegeben. Das ist das Schönste.
Darf ich fragen, weil mich das sehr danke. Das beschäftigt mich auch mit den Werten. Wie ist das für dich, wenn man so einen Menschen in so früher Zeit schon hat? Und damals war das nicht selbstverständlich, ist heute leider auch noch nicht selbstverständlich, dass Menschen so selbstlos mit anderen Menschen umgehen. Und genau, ich glaube, du hast ähnliche Werte wie ich, einfach Respekt, ja, Empathie, zuhören, liebevoll zu sein miteinander, niemanden in eine Schublade zu stecken, ist für mich schwierig in der Gesellschaft oft zu überleben, weil es für mich so selbstverständlich ist. Und das dann jedes Mal wieder anzupreisen und zu sagen, wie viel schöner das Leben ist, wenn man mit einem offenen Herzen auf die Menschen zugeht, ist schwierig, weil ich nicht verstehe, warum nicht alle sich diesem Prozess öffnen, weil der so selbstheilend ist. Vielleicht war das auch Schwäche ist Stärke, absolut. Also das wird so oft, ich hab das sehr bald verstanden. Schwäche, eigentlich tut das gut. Ja. Es war ja eine andere Zeit, ne? Wenn du sagst, wann ist deine Großmutter 1948? Dem Krieg, da haben die Leute ein bisschen zusammengehalten, starke Frauen, die auch quasi das Land, die Trümmerfrauen, die berühmten, das Land aufgebaut haben. Aber das wäre ja heute eigentlich auch. Es gibt ja viele soziale Missstände. Das mache ich aber auch. Also so wie es die Oma damals gemacht hat, wie sie noch über die Zeitung erfahren hat, dass es einer Familie schlecht geht und diese Familie dann Lebensmittelpakete geschickt hat mit eigenem Fleisch aus der eigenen Landwirtschaft, mit Säften, mit Nudeln, mit Brot. Also da sind Pakete rausgegangen. Die waren riesig. Ich wollte gar nicht wissen, wie viel Post, Versandkosten sie da zahlt hat. Ich mache es so, dass ich mit meiner Organisation, die heißt Von Mama zu Mama, Lebensmittelgutscheine an Familien vergebe. Die Oma hat damals das über die Zeitung erfahren und die Pakete geschickt. Und ich nutze die sozialen Medien, um genau das zu tun, was meine Oma vor 30, 40 Jahren auch schon getan hat. Genau. Das heißt, du kämpfst auch weiter. Respekt, finde ich toll. Ja, also sie hat mit damals als Siebenjährige schon mit einem Döller voll Schnitzel und Erdäpfel zu einer Nachbarin runtergeschickt. Bei der ich mir ein bisschen habe ich mich gefürchtet, weil sie hat ein bisschen gruselig ausgeschaut. Aber ich habe immer gewusst, so, wenn ich jetzt mit dem Schnitzel und mit Erdäpfeln und mit dem Salat da runtergehe, tue ich was ganz was Gutes. Mhm. Ich bringe ihr da was zum Essen. Und die Oma als Wirtin hat unzählige Leute verkostet. Mhm. Also von der Nachbarin angefangen, die sie in den Fuß gebrochen hat, bis zu dieser Frau, die einfach keine finanziellen Mittel gehabt hat. Oder auch Frauen und Männer aus Rumänien hergeholt und einfach nichts dafür verlangt. Und ich glaube, dass sie meinen Leitsatz, den ich so verfolge, wer anderen eine Blume sät, blüht selber auf, sie damals auch schon verfolgt hat. Weil sie sonst keine anderen Sachen gehabt hat. Der ihr gut dann. Sie hat immer gesagt, sie möchte gerne mal ins Meer. Ich hätte das so gerne ermöglicht, aber sie war dann schon so krank, dass ich mit ihr nicht mehr nach Venedig fahren habe können. Und so hat sich nichts ans Meer geschafft. Aber sie hat sich halt wirklich, ihre Seele wurde durch andere Sachen gefüttert. Mhm. Und das waren eben die Sachen, dass sie gerne hilft. Und das ist auch das, was sie wollte. Dass wir genauso nach ihrem Tod, genauso wie ich jetzt über sie rede. Mhm. Das war ihr. Ja, ein ordentlich gutes Karma hat dich hinterlassen, ne? Oder aufgebaut. Weil du gesagt hast, wie hast du das gesagt mit der Blume? Wer anderen eine Blume sieht, blüht selber auf. Wunderschöner Satz, habe ich noch nie gehört. Michael, das passt ein bisschen zu deinem Opa, weil Blume assoziiere ich Klimaschutz, du bist Klimaaktivist. Und das war der Opa auch, der hat dich verstanden in deinem Handeln, in deinem Tun. Ja, absolut. Also ich kann mich schon noch gut erinnern an die Geschichten, die er damals erzählt hat. Mein Opa ist 1929 in Rumänien auf die Welt gekommen, in einem deutschstämmigen Bauerndorf. Und der hat eine wunderschöne Jugend gehabt, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Krieg losgegangen ist. Dann hat er nach Österreich flüchten müssen. Und er erzählt immer die Geschichte, wie er damals zum Militär dann gehen hat müssen. Er war damals noch ein Freund der Nationalsozialisten, ein Anhänger. Und hat aber dann in der Ausbildung zum Soldaten sehr schnell verstanden, dass, also wie falsch diese Ideologie ist, wie menschenverachtend und gefährlich diese Ideologie ist. Da war er 15 Jahre alt. Ja gut, da hast du noch keine. Und dann hat er beschlossen, dass er sich davon abgrenzen will. Und das war dann, glaube ich, im Winter 1945, da ist er am niederösterreichischen Bahnhof gestanden, es hat geschneit, er und seine Kameraden und der Offizier. Und mein Opa hat einen Zug gesehen, der gerade aus dem Bahnhof ausgefahren ist. Und er hat dann gar nicht gezögert, sondern ist auf den Zug aufgesprungen, auf den fahrenden Zug
Und der Offizier hat es natürlich gesehen und ist eben nachgelaufen mit der geladenen Pistole in der Hand. Und der Opa ist dann auf dem Zug gesessen und der hat natürlich gewusst, wenn der Zug jetzt stehen bleibt, dann werde ich erschossen, weil damals ist die Kriegsdienstverweigerung. Das ist ja extrem willensstark, mit 15 erstens mal zu erkennen, dass der Nationalsozialismus Wahnsinn ist. Ne? Und das ist schön. Das hat auch mich irgendwie so geprägt, weil das auch Parallelen einfach zu der heutigen Zeit bietet. Wir leben auch in schwierigen Zeiten. Wir leben in der Klimakrise, wo einfach auch Milliarden Menschenleben davon betroffen sind und wo es auch um Krieg und Frieden geht. Und ich finde es einfach so bezeichnend, wie er sich damals dafür eingesetzt hat, unter dem Risiko, dass er dafür stirbt. Und wir haben es so leicht heute im Vergleich dazu. Wir können auf die Straße gehen, weil wir in einer freien Demokratie leben. Wir können unsere Meinung offen sagen. Und das wünsche ich mir auch so von allen Menschen, einfach, dass man da einen Opa als Vorbild nimmt und dann selbst aktiv wird. Und dass wir uns alle fragen, wie können wir im Klimaschutz auch mithelfen. Und er war ja auch ein Pionier, nicht? Ja. Er hat schon damals, als er Haus gebaut hat, gedämmt. Und er hat schon vor, ich weiß nicht, in den 80er Jahren von Photovoltaik gesprochen, glaube ich. Genau, ja. Ich glaube, er war einer der ersten Menschen in Österreich, die auch das... Und weniger Autos soll man fahren, hat er damals schon gesagt, gell? Hat er mit seinen Verwandten darüber diskutiert. Und er war auch dann mit uns auf dem Klimastreik 2019, wie Fridays for Future dann groß geworden ist. Und das ist für mich einfach auch so ein schöner Moment gewesen, mit Oma und Opa gemeinsam auf dem Klimastreik zu stehen. Und er hat auch immer davon erzählt, dass er halt früher die Volkspartei gewählt hat, weil das war einfach seine Partei. Er war auch Parteimitglied. Mhm. Und irgendwann hat er sich dann die Frage gestellt, hey, machen die überhaupt genug im Klimaschutz? Und dann hat er festgestellt, eigentlich alle großen Parteien, jetzt die Freiheitlichen, die SPÖ und die ÖVP, die machen da einfach zu wenig. Und er will keine Partei mehr wählen, die Zukunft seiner Kinder mit Füßen treten. Mhm. Und dann hat er selbst sich mit der Oma zusammengesetzt und die haben das besprochen. Und er hat dann den unglaublich weisen Satz gesagt, so, ich bin jetzt schon knapp 90 Jahre alt und ich werde nicht mehr lange auf dieser Welt leben. Aber die Kinder, die Enkel, die haben noch viel von dieser Welt und die brauchen diese Welt. Und deswegen will ich meine Stimme am Wahlzettel den Kindern schenken. Und das hat er dann gemacht, er hat dann die Grünen gewählt. Ja. Und was hat er beruflich gemacht? Mein Opa war Maurer, leidenschaftlicher Maurer. Der hat von Montag bis Freitag am Bau gearbeitet und Geld verdient. Und dann am Wochenende hat er mit meiner Oma gemeinsam noch ein zweites Haus aufgebaut. Und die Oma vermietet dieses Haus bis heute. Und das ist so auch ein bisschen, so durch dieses Haus kommt auch ein bisschen Wohlstand, also Wohlstand in die Familie. Und ich finde das so ein schönes Beispiel, glaube ich, für ganz, ganz viele Familien in Österreich, wo einfach die Großeltern was aufgebaut haben, was unsere Generation jetzt dann nutzen darf. Und war nur er in der Familie so offen für die Themen dieser Zeit oder auch deine Eltern? Also konnte er seine quasi Visionen an die eigenen Kinder auch übertragen? Mein Opa hat sich ja ganz viel an meine Mama weitergegeben. Und ja, nicht umsonst sind wir auch schon als Kinder zum Beispiel bei den Anti-Atom-Protesten in Temelin auf die Straße gegangen und haben uns damals schon politisch... Aber das ist, Thomas, das ist schon super. Dieser Mann, der ist nicht wie ein Lemming mitgeschwommen, sondern der hat sich seine eigene Meinung. Ja, was mir am meisten beeindruckt, ist mit 15. Das ist sehr beeindruckend. Also er ist nachher dabei geblieben, aber mit 15 hast du dann mal total Angst, Entscheidungen treffen, mache ich mit oder eben Mitläufer oder nein. Ja. Man, das ist ja... Wie viele hatten... Revolte mit 15, hallo? Und wie viele haben sich halt nicht traut vielleicht? Ja. Ne? Ich wüsste nicht, wie mutig ich gewesen wäre. Das finde ich auch immer sehr wichtig. Wie war denn deine Oma? Ja, wenn man das da hört. Bei mir war das sehr persönliche Geschichte. Das heißt, nicht so große Kreise gezogen. Aber es war eine sehr persönliche Geschichte. Also meine Oma war keine Kuscheloma. Die hat nicht so... Ding, die war irgendwie so, wenn du das angeschaut hast, hast du gedacht, die Frau vom Bürgermeister muss das sein. Nicht? Oder eine strenge Lehrerin oder so. Ja. Also einfach sie erscheinen. Ja. Die hast nur gesehen und gar keinen Mund aufgemacht. Und sie war auch streng eher, aber wahrscheinlich hat mich gerade das beeindruckt, weil sie hat jetzt nichts, sie war nicht böse, die hat nicht geschrien. Das hat sie überhaupt nicht. Das ist genauso wenig gegangen. Die musste gar nicht schreien, nur schauen. Richtig. Das ist sehr gut formuliert. Ja, die musste gar nicht schreien, sondern die hat gesagt, ja, das Nien oder Ding, das mache ich nicht mit. Oder
Auch macht was wollt, am August, okay, es passt ja nicht ganz, aber müssen sie auch nicht einmischen. Sogar der Hund war brav, ne? Der Hund hat sich, es war unglaublich. Das war unglaublich, der Hund. Aber vielleicht dazu sagen muss, wir haben in einem Haus gewohnt mit der Oma. Erdgeschoss war Oma und Hund. So wie. Was war's für ein Hund? Ein Pudel, aber ein sehr untypischer Pudel. Also jeder, der ihn gesehen hat, hat gedacht, ich meine, wir haben ihn auch nie so frisiert wie sein Pudel. Ja. Ja. Er hat ausgeschaut wie so ein Streunerhund. Sehr, sehr liebenswert. Und die ganze Familie hat oben gewohnt, also relativ klein. Und unten war die Oma. Nicht? Aber es hat die Bauernstube gegeben, das gemeinsame Wohnzimmer. Also in dem Sinne jetzt auch nicht in so viel gewohnt und wir so klein. Das war immer sehr beeindruckend. Der Hund hat immer genau gewusst, wenn er neben der Oma ist, dass er sich auch genauso benimmt wie die Oma. Weil die Oma hat Knie gehabt. Ja? Also sie war sehr, eine sehr stattliche Frau und hat auch dann also Schmerzen im Knie. Also die konnte jetzt nicht mehr schnell gehen. Und er hat eben das genau gewusst. Aber das hast du nicht übernommen, diese Strenge. So wie die halt keine genommen. Aber er hat was anderes von der Oma übernommen. Ja. Wäre, neugierig. Thomas, wäre neunjährige Buben Lokomotivführer, Polizist, Pilot werden wollten? Ein Feuerwehrmann. Feuerwehrmann, bis zum 5-6. Feuerwehrmann, weiß ich nicht, wie bei euch war. Also, hat jeder ist in meiner Zeit ist ja hier, genau. Also jeder neue Mensch, der mir sagt, na, weißt du, was du werden willst? Feuerwehrmann. Nicht? Chris Hu, der feuerspeiernde Drache, den hat es damals noch gegeben, weiß nicht, den ihr kennt. Ich werde Feuerwehrmann. Ja, genau. Ne? Und bis mir dann bewusst worden ist, mit was er sieht, 5, 6, 7, 8 Jahren, habe ich gedacht, feuerspeiernde Drache, Feuerwehrmann ist ja. Aber ich habe mich so richtig erleuchtet gefühlt, das ist ja blöd. Ja, ne? Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann immer gesagt, was willst du denn werden? Ich habe gesagt, ja, Koch. Wieso? Ne? Ja, die Oma kocht so gut. Und das ist geblieben. Das ist, hat sich nie geändert irgendwie. Also du hast mit ihr gekocht, immer als kleiner Bub? Ja, ja. Also, wie gesagt, sie war sozusagen eher streng. Das heißt, sie hat nicht gesagt, komm, kochen wir gemeinsam. Sondern sie hat gekocht. Nimm den Löffel! Und, ja, so ungefähr. Also wenn du schon mitmachst, also wenn du schon da bist, dann mach was. Ja. Das war schon typisch sie. Ja. Also das heißt, mich hat das einfach interessiert. Ja. Meine Mutter musste das schnell gehen, war Familienmutter. Und hat dann das hat verpflichtend gemacht. Aber am Sonntag hat die Oma gekocht und die hat dann am Samstag schon was gemacht für den Sonntag. Ich habe mir gedacht, wie geht denn das? Was macht man denn da? Ja? Und am Vormittag für den Abend. Ja? Und mein Bruder war eher so die Leseratte, während der Karl May versunken war. Habe ich immer genervt in der Küche. Ne? Bis irgendwann gemerkt hat, ich nerv nicht nur, sondern es interessiert mich wirklich. Ja? Also ich wollte dann wirklich wissen, was sie da macht. Genau. Und irgendwann hat das, sozusagen das Nerven übrig mit, na okay. Wenn sie wirklich interessiert, hat sie mir es dann erklärt und dann habe ich mitgearbeitet. Und hat sie mitbekommen, dass du Koch dann gelernt hast? Dass ich begonnen habe, nein, leider sie ist gestorben, bevor ich das. Aber sie hat gewusst, ich habe es gesagt und ich habe es immer gesagt. Mhm. Und ich glaube, sie hat es geglaubt und sie hat sogar eher gesagt, mach das nicht, das ist, sollte er nicht machen, weil das ist ein harter Job. Also die hat das schon gewusst von ihrer Mama. Und hat sie dir Kochbücher hinterlassen? Also ihr Kochbuch hinterlassen? Ihr Kochbuch? Nein, das war von der Urgroßmutter, das Kochbuch. Also das, meine, man muss dazu sagen, ihre Mutter ist in, also sie ist aufgewachsen an der tschechischen Grenze, Hadeck. Und die Urgroßmutter... Böhmisch-mährische Küche. Mhm. Genau, daher auch ordentliche Küche. Da ist zu viel. Was war da zum Beispiel dabei? Waren da Gerichte dabei, die man heute gar nicht... Ich habe viele Sachen, die ich überhaupt nicht kenne. Wenn ich darf, habe ich mir gesagt, Herr, ich mein, das merkst du nicht. Also hier hat man da nur einen Zettel aufgeschrieben. Schildkrötensuppe. Oh Gott! Also, ich mein, das kann man verstehen, was es ist, aber das ist ein schwarzer Fisch. Also, was ich bis heute. Katzengeschrei sind wir schon draufgekommen. Jemand hat das gekannt. Ja, aber das hat schon wer mal erzählt. Ja, wir sind, das ist. Es hat nichts mit Katzen zu tun, ne? Nein, insofern ist, glaube ich, der Ursprung darin, dass da Sachen verarbeitet worden sind, die man sozusagen eher den Katzen füttern würde. Aber man hat in der Zeit ja auch wirklich. Hat man das auch zweimal überlegt und das ist dann wirklich so das vom Schweinsbauch und Ding und alles, was man normal eher eingemacht. Knädel dazu, sehr sättigend. Nicht? Mhm. Und Katzengeschrei wahrscheinlich deswegen, weil normal haben sie geschrien, dann haben sie es aber nicht gekriegt. Was noch? Was noch verstehen? Ja, was? Blinder Hase. Blinder Hase? Habe ich nicht lesen können, was soll ein blinder Hase sein? Und was, also ich als Koch, was ich am lustigsten finde, die Linzer Torte. Ja. Weil das kennen die meisten. Ja. Das ist ja relativ trockene, so lustige, kann sehr gut sein. Weiche Linzer Torte.
Ja, naja, vielleicht gleich mit wie die Psoffene. Creme. Ja, wie das, genau. Ja. Nein, dann wäre es Psoffene, Linz sofort. Ne? hat das nur feiner geschrieben. Ne? Ja. Aber was sie konnte, was sie irrsinnig gut konnte, es waren nur drei Linzertorten weiter drin. Ne? Also das die Weiche war nicht alles. Ja. Guter Krapfen war auch super, aber die schlechten habe ich nicht gefunden. Das ist ja Wahnsinn, Also das sind Sachen, die Wildtauben uns auch noch verkocht. Nee. Aber das, ihr Paradegericht waren ja die Salzburger Nockerl, ne? Ja, genau. Salzburger Nockerl, also ich habe meine Familie da nicht gern gemacht, weil das hat es einmal gemacht, Salzburger Nockerl. Und ich habe das geliebt. Also ich habe das geliebt. Dazu hast du gesagt, du hast das geliebt. Das hat mich fasziniert zwischen und die ganze Familie ist immer, was machen wir, was machen und so weiter. Dann kommen Bananenschnitten, Cremeschnitten etc. Und immer Salzburger Nockerl, Salzburger, nachdem alle anderen sozusagen da nicht so mitgezogen haben, bin ich immer, Oma, wir wollen nie Salzburger Nockerl. Können wir die nicht für uns machen? Du sagst mir, wie das geht. Dann haben wir es gemacht, immer, und dann hat wirklich, also so aus einer Erinnerung aus, nach dem dritten Mal, gesagt, so, jetzt hast du das ja schon ein paar Mal gemacht, hat es nur mehr mitkontrolliert, nicht geschaut, so ein Schnee nicht zu lang und so weiter. Ne? Und das war das erste Gericht, was ich selber gekocht habe, Salzburger Nockerl. Fein. Das habe ich dann so oft gemacht, bis ich es auch nicht mehr essen habe. Manuel, hat deine Oma auch gerne gekocht? Tatsächlich ja, aber nicht in so einem Ausmaß. Was hat die gerne gemacht und was hast du von ihr übernommen? Ja, also meine Oma war eine wirkliche Kämpferin, weil die ist 1940 geboren in Wien, hat daher die letzten Kriegsjahre und dann vor allem auch das zerstörte Wien als Kind miterlebt. Hat aus sehr armen, einfachen Verhältnissen ist sie aufgewachsen, weil auch ihr Papa dann sehr früh gestorben ist nach dem Krieg, also sie halbwaise war. Und sie hat mir vor allem immer eine sehr treffende Geschichte erzählt, weil sie unglaublich gern schon als Kind ins Theater gegangen ist, aber sich immer entscheiden musste, entweder sie fährt mit der BIM ins Theater oder sie kann sich keine Theaterkarte leisten. Das heißt, entweder zu Fuß gehen nicht und ins Theater kommen oder mit der BIM fahren und nicht reinkommen. Und sie hat dann immer für sich gekämpft, ist dann Doktorin geworden, also hat Physik studiert, war dann Fräulein Doktor, weil sie nicht verheiratet war in der damaligen Zeit. Wurde dann Lehrerin tatsächlich in Wien im 19. Bezirk. Und hat dann meinen Opa später dann geheiratet, der Universitätsprofessor noch ist, Emeritus, also nicht mehr aktiv, ist mit dem mitgezogen, zuerst nach Köln, dann nach Graz, weil man eben, wenn man Lehrstuhl, muss man halt wechseln, Graz einen fixen Lehrstuhl, und hat sich dann selber, weil sie eben so kulturinteressiert war, autodidaktisch ist sie Kunsthistorikerin geworden und hat da einiges geforscht und geschrieben. Sie hat vor allem die Marienkrönung sehr interessiert, das ist anscheinend so eine künstlerische Darstellung aus dem Mittelalter, wo Jesus Maria irgendwie krönt. Ich habe es nie ganz verstanden, auch wenn sie immer sehr viel davon geredet hat. Und da war so viel Philosophie dabei, dass man dann ja, ganz auf genau. die Philosophie mehr kommt. Man ist total katholisch und meine Oma ist eigentlich evangelisch, aber interessiert hat sie kunsttechnisch. Und sie hat auch in ihren letzten Jahren immer total Probleme mit dem Herz gehabt, hat einen Herzschrittmacher gehabt, ist mehrmals fast daran gestorben, hat aber eigentlich bis zu ihrem Tod gearbeitet, sozusagen. Und an den Kunstsachen geforscht, die sie interessiert hat. Hat auch einen Artikel geschrieben, jetzt ewige Jahre lang, in einem wissenschaftlichen, wo ich auch immer viel davon mitbekommen habe, hat sie leider nicht fertigstellen können. Der wird jetzt aber wahrscheinlich von dem anderen fertiggestellt, weil das meiner Familie sehr wichtig ist. Und das hat sie mich immer sehr beeindruckt. Und sie war auch sehr kulturinteressiert und musikinteressiert. Du hast als kleiner Bub schon den Jedermann in Salzburg gesehen. Ja, das stimmt. Meiner Oma war es immer ein sehr großes Anliegen, dass alle ihre Enkel einen Bezug zur Kultur haben. Und sie hat immer viele Leute gekannt, ist überall reingekommen, hat einen Kunsthistoriker-Ausweis gehabt, wo sie reingekommen ist an Orte, wo der, glaube ich, gar nicht gegolten hat. aber sie hat immer wen gekannt, jemanden überreden können, hat dann alles fotografiert, was man nicht fotografieren darf, hat das alles in dem Archiv gespeichert und hat für uns als Enkel immer organisiert, dass man mit ihr zu den Salzburger Festspielen kommt, was ja nach einer schweineteuren Sache klingt, aber sie hat immer Leute gekannt. Also wir haben gewohnt in einem Studentenheim, das im Sommer halt vermietet wurde. Und wir konnten dann immer zu den Proben gehen oder zu den Generalproben, wo sie ja genau dasselbe spielen wie bei der eigentlichen Premiere, nur mit anderer Kleidung. Jedermann trank seine andere Farben. Und ja, ich war 7 Jahre alt, also ich habe nicht so viel Bezug dazu gehabt, aber es war trotzdem irgendwie cool. Mich hat sie nur einmal mitgenommen, weil ich mich mit meinem großen Bruder damals die ganze Zeit so gestritten habe, dass sie nach dem Mal, wo ich dabei war, hat sie das Ganze abgebrochen. Okay. Ich habe mir gedacht, du hast dich gefürchtet vielleicht, ne? Nein, überhaupt nicht. Von dem Geschrei und so. Ja. Sie hat sich eher gefürchtet, weil mein Bruder und ich uns in schönen Salzburg-Cafés geprügelt haben. Oh Gott. Ja. Und du hast Van Gogh zu spielen begonnen auch, weil
ihr das gefallen hat? Oder? Ja, also tatsächlich nicht direkt wegen ihr. Also das Kulturelle kam immer von ihr. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, aber es gibt im Konzerthaus, gab zumindest früher mal einmal, ja, die Musikkiste. Das ist von den Wiener Symphonikern, und zwar ein Konzert für Kinder, mhm, wo man die Instrumente ausprobieren kann. Und ich bin damals, glaube ich, mit 5 dabei gewesen mit meinen Eltern und habe dort ein Fagott gesehen und habe das dort ausprobieren dürfen, habe dann meinen Eltern dann erzählt. Also ich ist sie ausgegangen mit so dem? Großer Junge ungefähr. ich werde dieses Instrument nun spielen. Und so, ich durfte dann mit 7 in der Schule, in der Musikschule anfangen. Es gibt kleinere Fagotte auch. Also das ganze Fagott nur kleiner. Es gibt Quintfagotte, die sind eben eine Quint höher, und Quartfagotte. Und die sind ungefähr halb so groß. Heißt auf Italienisch Fagottino. Also ein kleines Fagott. Habe damit anfangen dürfen und dann aufs richtige Fagott gewechselt und habe das sehr lange in der Musikschule gemacht. Und das hat sie mitbekommen noch? Ja, ja, auf jeden Fall. Also meine Oma ist jetzt erst letzten November verstorben. Und sie war immer bei allen Konzerten von mir, wo sie dabei sein konnte, war sie immer dabei, hat alles gefilmt. Und der Opa, war der Opa auch für dich wichtig? Auf jeden Fall. Also bei meinem Opa, meiner Oma gab es immer einen starken Kontrast, weil meine Oma war eben so ein richtiges Stehaufmännchen. Bis zu ihrem letzten eben Tagen auf der Erde hat sie gekämpft, war immer unterwegs, war immer ein total offener Mensch, ist immer auf Leute zugegangen. Und mein Opa ist eben so ein richtiger Akademiker. Also der ist eben Professor für Mathematik gewesen, oder halt den Titel behält man ja. Und ein sehr, bei Weitem vom Charakter einfach ein viel stillerer, viel ruhigerer, mhm, und total einfach mehr für sich da, mhm, und nicht so nach außen gehend. Und das war immer so ein starker Kontrast auch. Mhm. Zwischen meinen Großeltern, sodass ich mich teilweise eh gefragt habe, warum sind die seit über 50 Jahren verheiratet? Gut, nur Ausgleich vielleicht. Aber vielleicht ein Ausgleich. Funktioniert oft. Ja. Kann ja viele, viele Gründe passen. Das heißt, du hast gesagt, Konzerte gespielt, war sie dabei. In welchem Rahmen spielst du? Bist du bei einem Ensemble? Oder? Ich habe, wie ich in der Musikschule war, in einigen Ensembles und auch in Orchestern von der Musikschule der Stadt Wien immer mitgespielt. Da, okay, gibt es eben viel, wenn man im Blasmusikbereich ist. Na, da wird dann schon aufgeführt. Ja. Genau, und da kann man dann an verschiedenen Orten spielen. Unterschiedliche Freude für die Gäste, würde ich sagen, je nachdem, wie alt die Kinder sind. Ja, wir sind auch sehr musikinteressiert. Und machen wir das jetzt. Aber du machst nicht mehr Musik, sondern... Ich habe einfach in den letzten Jahren ein bisschen weniger Zeit gehabt, das Ganze zu praktizieren. Aber ich spiele immer noch ab und an und ich habe auf jeden Fall vor, in den nächsten Jahren wieder viel mehr zu spielen. Genau, weil du studierst ja Jus, ne? Genau. Genau, also das kann so ein bisschen nebenbei vielleicht auch wieder mehr werden. Ja, auf jeden Fall. Also es wäre ein Plan von mir. Musik ist auch für die Amelie, also du heißt eigentlich Melanie, aber dein Künstlername ist Amelie und deine Oma hat dich wahnsinnig unterstützt auf deinem Weg, Sängerin zu werden, genau, gell? Genau. Ja. Also was ich an meiner Oma am meisten schätze, ist ihr unglaublicher Optimismus. Sie hat so diesen Einserspruch, ich glaube, wir alle haben irgendwie so Sprüche in uns von unseren Großeltern. Und ihr Spruch ist, Gesundheit gedeiht mit der Freude am Leben. Hm. Sie wird sich jetzt irrsinnig freuen, wenn ich das im Fernsehen sage. Aber gescheit. Ja. Ja, total, total. Und sie lebt das auch richtig. Und den Spruch predigt sie mir und der ganzen Familie seit schon immer. Mhm. Ja, und sie ist das beste Beispiel dafür, dass es funktioniert. Sie ist 86 Jahre, hat 6 Kinder, 10 Enkel und 5 Urenkel. Ist bumperlgesund und der positivste Mensch, den ich kenne. Also das habe ich extrem von ihr mitnehmen können. Und auch den Glauben an mich und meine Musik. Ich war ein sehr angepasstes und schüchternes Kind. Ich habe mich nie traut, Mut zu fassen, mit meiner Musik rauszugehen. 2018 habe ich die Voice Österreich gewonnen und das war für mich so der Start. Okay, ich lege jetzt alle Nebenjobs auf Eis und bin jetzt Musikerin. Und es war so, in meinem Freundeskreis ist es sehr kontrovers aufgefasst worden. Also viele haben es mir nicht zutraut, viele haben sich abgewendet oder haben gesagt, ja, ihr tut halt gern singen. Und für die Oma war das aber von Anfang an klar, du wirst der neue Schlagerstar. Wie süß. Ja, voll. Und geht das jetzt in Richtung Schlager? Nein. Naja, das war damals wahrscheinlich sehr positiv gemeint von ihr. Ne? Ja, ich mache Deutschpop. Genau. Und komponierst auch und textest selber? Ja. Und die erste, die das neue Lied hört, ist? Die Oma, natürlich. Ja. Warum? Weil die Oma gibt mir irgendwie so eine Starthilfe. Eine Release-Phase oder kurz vor einem Release ist immer so eine sensible. Man hat Angst, wie kommt das Lied an und so weiter.
Und die Oma hört sie dann das Lied bewusst an. Also die sagt dann 3 Minuten nichts, sie hört still hin. Und sie ist eine sehr scharfe Kritikerin. Also sie sagt dann auch, was ihr nicht gefällt. Aber unabhängig davon, ich meine, meistens gefällt sie eh, unabhängig davon ist sie der Meinung, das wird was. Das wird was. Also sie glaubt dran. Das gibt ihr auch. Ja, extrem, extrem. Trotz Kritik immer, aber das, die Kritik ist die Kritik, aber es wird. Ja, da merkt man es wieder. Für mich war das einmal so, was die Oma sagt, hat in mir merken wollten, dass das, was die Mama sagt. Und hat es ein Gespür für die Musik, also was die Leute hören wollen? Für die Weil das ist so eigentlich nicht, naja, eben, das wäre eigentlich nicht ihre Musik, ne? Deutscher Pop. Ja. Mit Singen schon. Sie hat früher auch im Kirchenchor gesungen. Sopransolistin im Kirchenchor. Sie hat schon ein Gespür, ja. Ja. Und eine ehrliche Kritikerin. Also eine Kritikerin. Wenn sie sagt, du, das wird nichts, dann vertraust du ihr auch. Das sagt sie aber nicht. Also, sie sagt, was ihr nicht gefällt. Meistens sind es die verzerrten E-Gitarren und das harte Schlagzeug. Aber sie glaubt dran. Sie glaubt, dass es was wird. Und das gibt dir auch Mut und, extrem, und macht dich auch extrem, stark. Ja? Ja. Das ist ja auch das, Sarah, ne? das, oder auch Johanna, dass die Großmütter, die Geschichte muss ich jetzt die Johanna abfragen, was man diese Geschichte mit dem Oberstufe, erste Klasse und du hattest ein ganz besonderes Outfit an. Mein Rapid-Dress meinst du? Genau. Dank meiner Großmutter sind mein Bruder und ich in eine französische Privatschule gegangen, das Lycée Français de Vienne. Meiner Großmutter war das von Anfang an ganz wichtig, dass ich viele, viele Sprachen lerne, weil sie eben grenzenlos gedacht hat. Ja. Es war ja einfach wichtig, dass man mit jedem Menschen, so wie du auch so schön erwähnt hast, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion, ich mich austauschen kann und für sie war Kommunikation immer sehr wichtig. Genau, das ist der Grund, warum ich ins Lycée gegangen bin. Für mich ein harter Clash, weil meine Freunde aus dem Gemeindebau natürlich so eine teure Schule nicht hatten. Und ich war halt voll im Gemeindebau drinnen und da hast halt rapid geschaut und ich habe Fußball gespielt, also ich war so ein bisschen ein Tomboy, kurz geschorene Haare, weil die Oma immer gesagt hat, sei was du willst, wenn du kein Mädchen bist, bist kein Mädchen, wenn es kein Bub bist kein Bub, wenn es irgendwas dazwischen bist, ist auch okay, sei ein guter Mensch, sei lieb zu den Menschen, fertig. Das habe ich mir immer zu Herzen genommen, hat mir sehr viel Freiheit geschenkt und das Rapid-Dress habe ich an meinem ersten Schultag in der Oberstufe im Lycée angehabt, sie mit mir an der Hand und ich habe zum Zittern angefangen und habe die ganzen Kleider neben mir gesehen und habe mir gedacht, oh no, Oma, ich schaff das nicht. Und sie hat auch immer gesagt, schaff's nicht, gibt's nicht. Du schaffst alles, wenn du es nur willst, glaub an dich. Hat meine Hand genommen und gesagt, du weißt gar nicht, wie stolz ich gerade auf dich bin, dass du, wie stolz ich gerade auf dich bin, dass du das durchziehst. Und schau dich an, spiel Fußball, zeig ihnen, was du kannst, steh dazu. Ich habe Nummer 9 Carsten Janker am Dress gehabt. Das war der nette Herr, der immer den Ehering geküsst hat. Ja. War ja auch vom Bild komplett, Heirat in meiner Welt. Ja. Gar nicht. Ja, voll. Und der Glotz, ja, wurscht. Aber das war ihr so egal. Sie hat gesagt, du, wenn du dich da wiederfindest, wer bin ich, das zu verurteilen oder zu beurteilen? Und da, wo sie mir die Hand genommen hat und gesagt hat, Ma, ich bin so stolz auf dich, ab dem Moment hat es bei mir zack gemacht. Und ich bin einfach immer mit erhobenem Haupt zu mir gestanden und habe gesagt, du, es ist mir so wurscht, ob du mich jetzt lächerlich findest, ob du nicht weißt, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Mir komplett egal, du wirst schon noch sehen, was ich drauf habe. Sarah, deine Großmutter, was wollte sie der Welt hinterlassen? Oder was sollte man über sie sagen, wenn sie mal nicht mehr ist? Ja, das war ihr wirklich sehr, sehr wichtig. Also, obwohl sie so selbstlos war, es war ihr wichtig, dass man, wenn sie nicht mehr ist, gut über sie redet. Das war ihr sogar noch wichtig, als sie selber schon gar nicht mehr aus dem Bett rauskrallen hat können, weil sie wirklich so schlecht gegangen ist, hat sie noch gewusst, dass ihre beste Freundin sie in den Fuß gebrochen hat und ist sie auf und hat gekocht und hat ihr das hingeführt. Also, da habe ich zuerst gesagt, sie hat keinen Führerschein gehabt, aber im Ort ist sie immer so ein bisschen vor. Das hat mich auch so fasziniert. Ich habe gedacht, Oma, du bist so cool. Ja, voll. Wirklich. Du hast keinen Führerschein und fährst besser wie der Opa. Das war wie meine Oma, die hat überall geraucht. Das war ihr so wurscht, die ist also, immer AKH aufgestanden rauchen. Ich liebe das. Super. Und für sie war eben wirklich wichtig, dass die Nachwelt weiß, was für ein guter Mensch sie war. Deine Oma Thomas, die war ja so selbstständig und wollte über sich selbst auch bestimmen bis zum Tod. Ja, und darüber hinaus. Das hat extrem gepasst zu ihr. Das war, wie sie gestorben ist,
das war an einem Abend. Mhm. Und also keine Spitalszeit mehr, Besuchszeit mehr, sondern war schon dunkel, also Erinnerung 20, 21 Uhr. Nicht? Und auf einmal packen sie Papa zusammen und sagen, ihr seid alt, nur bekommen eh gleich wieder, aber die Oma will uns sehen. Und ich mir gedacht, wieso jetzt? Das ist ja viel zu dunkel, ich habe mich betäuen. Und irgendwie habe ich gespürt, da passt was nicht, was der war viel. Und dann war das unglaublich, die sind ins Spital hineingefahren. Er hat mir das genau erzählt. Zuerst hat er die Mama reingeschickt, also die Schwiegertochter, um Worte ausgetauscht, so genau war das nicht. Und dann gesagt, sie möchte ihren Sohn. Und dann haben die geredet, geht uns nichts an, aber sie hat gesagt, also zum Sohn gesagt, ihr braucht es nicht mehr kommen. Ihr braucht es nicht mehr kommen, passt schon, aber ich bin fertig. Ja? Dann sind die rausgegangen und sie dachte, okay, vom Jahr, die liegt schon 3 Monate im Spital, hat schon keine Haut mehr gehabt am Rücken von mir, und das hat ihr gereicht. Mhm. Und die hat das, also die hat dann so einen Hund rausgegangen im Spital, kommt der Portier oder irgendwer rausgerannt und gesagt, sie ist gerade gestorben. Die hat sich verabschiedet. Die hat sich verabschiedet und hat gesagt, so, jetzt schalte ich ab. Einen. Ich meine, das ist ja unfassbar. Sie hat alles erledigt. Ja, nein, das hat sowas von ihr zu ihr gepasst. So, so, das reicht. Das ist so, was soll ich da herumleiden? Und das hat eher Zeit lang nicht, bis du das loslassen kannst. Aber dass man wirklich anrufen kann. Johanna, wie alt warst du, als deine Oma gestorben ist? 23. 23, ja, okay. Das heißt, du konntest sie schon noch um Rat fragen. Hätte sie sich gewünscht, dass du in die Politik gehst? Ja. Bist du in die Politik gegangen? Ja. Mhm. Ja. Meine Oma hat sich gewünscht, dass ich studiere als Erste in unserer Familie. Beziehungsweise meine Mutter hat studiert, hat aber Jus abgebrochen. Ja. Gott sei Dank, sage ich, Göttin sei Dank, sage ich, weil sie ja dann tolle Arbeit im Frauenhaus geleistet hat als Sozialarbeiterin. Hat immer gewollt, dass ich studiere unbedingt. Und das war dann immer eine Diskussion. Wir haben sehr, sehr viele gemeinsame Essen gehabt, wo wir das besprochen haben. Sie hat mich oft gefragt, was möchtest du? Hat aber nie gesagt, mach das oder das. Und ich bin so politisch erzogen worden, also jedes Gespräch ist irgendwann in der Politik geändert, weil es geht um Menschen, das ist politisch, ja, kennst du, genau. Ist ja schön, ja, motiviert ja total, aber das wollte ich eben vorher meinen, es ist oft schwierig in unserer Gesellschaft, wenn du schon so, irgendwie schon so weißt, dass das der richtige Weg ist, ja, und die anderen noch so mitziehen musst, ja. Und sie wollte unbedingt, dass ich Politikwissenschaften studiere. Und ich habe immer gesagt, Oma, ich werde Schriftstellerin. Ich habe das immer schon gewusst, seit ich klein bin. Durch sie, wir haben so viel gelesen. Also Literatur ist bei uns irrsinnig wichtig. Habe dann vergleichende Literaturwissenschaften studiert, nebenbei 20 Stunden gearbeitet. Und darauf war sie sehr stolz. Leider habe ich 8 Jahre gebraucht, sodass sie den Abschluss nicht mehr miterlebt hat. Das hätte ich hier einfach, das wäre einfach geil gewesen. Ja. Und wieso ist der Name Donald Fluch und Segen zugleich? Früher dachte ich immer, der Fluch ist so ein bisschen, dass ich halt ein paar Jobangebote nicht wahrnehmen konnte, weil ich im Bewerbungsgespräch gleich gemerkt habe, gut, volle schwarze Riege hier, habe ich überhaupt keine Chance, komme ich nicht rein, leider. Oder auch gleich als Emante abgestempelt wirst, oder die Frage, bist du lesbisch, oder ja, keine Ahnung, furchtbar. Und ich bin halt auch immer gleich aufgestanden, wenn es darum gegangen ist, ja, möchten Sie Kinder kriegen? Und ich meine, dumme Frage, wieso bist du lesbisch, was hat das, wieso? Genau, was hat das damit zu tun, ja, also nur, ich meine, das kriegt man ja, also es wird ja nicht, hätte meine Mutter schon lesbisch sein müssen, und dann wäre ich gar nicht wahrscheinlich, wurscht, gut, egal. Dann merkt man, wie lächerlich das ist, nicht so Schublade. Aber, aber vielleicht aber für jene, die es nicht wissen, die Oma war es halt. Ne? Sie hat in einer Beziehung mit einer Frau gelebt. Nicht offen während der Politik, weil sie gewusst hat, dass ihr das Bein brechen lustig, wird. Ja, nein, das ist wie in einer Fußballmannschaft. Oute dich als schwuler Trainer. Ja. Schwierig, schwierig. Ja. Und ihr war nicht ihr eigener Fame. Also sie war noch eine Politikerin, die hat das nicht gemacht, damit sie Politikerin ist und alle ihr die Türen aufhalten und ja. Sie hat das gemacht, um was zu erreichen, um eine Stimme für die Frauen zu sein, die sie abgeholt hat. Sie ist auf 1500 Meter raufgefahren, hat sich zusammengesetzt mit den Bäuerinnen, hat gefragt, was braucht ihr? Und auch diesen Ansatz habe ich jetzt in meiner Arbeit. Also ich gehe zu den Menschen, mit denen ich arbeite und frage sie, was wollt ihr? Ich hole sie ab. Und der Fluch ist, dass sie mir gelernt hat, das wissen nicht so viele und das glaubt man bei ihr vielleicht auch nicht, weil sie ist ja die Unbequeme betitelt worden auch. Meine Oma hat immer gesagt, lieb sein. Sobald irgendetwas böse gekommen ist, also sobald jemand ungut geworden ist, hat sie gesagt, lieb sein. Ich finde es so cool, dass meine Oma so Gemeinsamkeiten mit der Johanna Donald. Die haben sich doch sicher gekannt, oder? Also ich glaube, nein, leider nicht, aber die hätten sich super gut verstanden. Ich glaube auch, die klatschen gerade oben. Ja, und Segen natürlich. Das Gleiche. Ja? Also Fluch und Segen ist das Gleiche in dem Fall. Ja. Weil
die Liebe, die ich in meinem Herzen empfinde, die Offenheit, muss man sagen, ist eine Mischung aus meinem Künstlervater, meiner sozialarbeitenden Mutter, auch der anderen Oma, also wirklichen Hacklerinnen auch. Die Oma war ja auch eine, die hat sich von null auf hochgearbeitet. Der hat niemand geholfen. Der Einzige, der sie aufgenommen hat, war Kreisky im Endeffekt. Der hat das erkannt und hat immer schon gesagt, ja, wir müssen da was machen. Das war ihre große Chance. Heute Fluch, weil so vieles nicht umgesetzt worden ist, weil ich Angst habe vor so vielen Rückschritten, weil ich einfach Angst habe, dass wir das alles wieder zunichte machen, weil sie so viel erkämpft hat und ich sehe das gerade alles so wegschlittern. Und der Fluch ist, dass ich die Verantwortung irgendwie übernommen habe. Ja. Ja, ich hab dauernd so die Last auf mir, dass ich sage, ich muss diese Welt verändern. Und letztes Jahr ist mir ein großartiges Bild gezeichnet und das wäre also ja, ich ja, super von Film allen, die über sie, super ne? Film über den ja. Gott sei Dank hat die Derflinger diesen tollen Film gemacht. Ja, auf so der Pride kommt eine Frau zu mir aufs Klo, sagt, darf ich mit dir ein Foto machen, du bist die Enkelin von der Donald. Das war mein Moment, ich war so, um Gottes Willen. Der Opa Michael, als du sozusagen nach Ägypten zur Klimakonferenz geflogen bist, irgendwie, es ging ihm nicht gut und du wolltest eigentlich nicht. Ja, das war im Herbst 2022. Ja. Da war die Klimakonferenz in Ägypten und ich war eigentlich, habe ich geplant, dahin zu fliegen und dort als Klimaaktivist ja. auch mich daran zu beteiligen, dass eben dort mehr vorangeht. Weil es geht viel zu langsam. Mhm. Und mein Opa ist damals wirklich nicht gut gegangen. Er ist schon so gewissermaßen im Sterben gelegen und wir haben nicht gewusst, wie viele Wochen hat er noch. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, Opa, ich kann das jetzt nicht, dass ich jetzt einfach weggehe und dann nicht dabei bin. Und dann hat er einfach gemeint, ja, mach mal die Sendung. Ja, und er hat dann einfach gemeint, Michael, das ist so wichtig und es ist mir wichtiger, dass du dort sein kannst und dass du dort die Welt verbessern kannst, wie dass du jetzt unbedingt dabei bist. Wir haben so viel gesehen in der letzten Zeit und hat mir dann gebeten, dass ich einfach dann hingehe. Und dann habe ich das auch gemacht und er hat fast die ganze Klimakonferenz durchgehalten. Und dann erst am letzten Tag. Da war ich dann nur in Ägypten und da hat er dann, da hat mir dann die Familie angerufen und hat gesagt, dass ihm Opa nicht mehr gut geht. Und ich habe nur kurz mit ihm am Telefon einfach reden können. Er hat mich, glaube ich, noch verstanden, aber er hat selbst nichts mehr sagen können. Und ja, es war für mich ein ganz bewegender Moment. Genau, und dann ist er nachher gestorben und ich bin dann erst zum Begräbnis wieder nach Österreich gekommen. Aber du warst unten? Ich war dort, ich habe versucht, mein Bestes zu machen, um dort die Dinge voranzutreiben. Genau das, was der Opa immer sich von mir gewünscht hat. Du hast gemacht, was der Opa gesagt hat. Genau. Und es ist oft so, Amelie, die Oma hat viel über den Krieg gesprochen. Das ist oft auf die Nerven gegangen. Du hast da gedacht, ich würde es nicht schon wieder hören. Heute, wir sind jetzt mit beiden, wir alle. Und heute denkst du aber anders drüber. Die Oma hat irrsinnig viele Bücher und Fotoalben und Geschichten gesammelt und hat das halt auch immer erzählt. Und als Jugendliche hat mich das nie wirklich interessiert. So, natürlich, ich wollte fortgehen, ich wollte feiern, ich wollte Freunde treffen. Wir haben zwar immer eine gute Beziehung gehabt, aber diese Wertschätzung für dieses unglaubliche Wissen ist erst viel, viel später gekommen. Ja. Ich glaube, das ist normal. Das kenne ich. Das ja. Also, ja. Was sie irgendwann eigentlich was gemacht Klick. Hat und wie sie war. Du kommst jetzt noch täglich, musst du zu, dass du an so Situationen total. Denkst und an so Geschichten. Mhm. Ja, bei mir ist das, kann man mit dem Koch wirklich lernen. Mhm. Mhm. Thomas. Da ist das gekommen bei mir, vielleicht ein bisschen früher, weiß ich nicht. Aber da war ich 15, 16, ab dem Zeitpunkt, wo ich es dann wirklich gemacht habe. Mhm. Also ich meine, ich habe nicht gesagt, ich will Koch werden, das hat sich nicht geändert. Aber dann spürt man Schnupperlehre, Kochen, Bäcker, Konditor, nein, Kochen ist. Und wie dann, erstens hat mich gewusst, es ist so anstrengend, wie Thomas gesagt hat. Ist das wirklich gescheit gewesen? Und gleichzeitig aber irgendwie diesen schönen Spruch, den sie aufgeschrieben hat, wenn die Kunst stirbt, das Kochen nie oder so, da gibt es einen netten. Jetzt weiß ich es nicht mehr aus, wenn ich zuerst einmal einen Zettel gefunden habe in meinem Kochbuch. Ne? Ja. So ein schöner Spruch, ja. Was war der schönste Moment mit der Oma, Johanna? Gab es etwas, wo du sagst, also an das erinnere mich sogar? Ich weiß, das ist schwierig. Einer der schönsten Momente war auf der Marie-Hilfer-Straße. Da ist eine Frau höheren Alters, hat aber noch so die Kraft genommen und ist zu ihr hin und hat ihre Hand genommen und hat zum Weinen angefangen und gesagt, sie haben mein ganzes Leben verändert, ohne sie wäre ich nie so. Also diese Momente, wo die Menschen auf sie zukommen sind. Es gab natürlich auch Momente, wo sie beschimpft worden ist, oft angeschrien worden ist, wie sie damit umgegangen ist auch. Und
die Kinomomente waren auch immer wunderschön. Ich bin mit meiner Oma irrsinnig viel ins Kino. Ich habe Cats, glaube ich, in 3 Hauptstädten gesehen. Also die hat mir einfach so viel ermöglicht. Oder im Campingbus, wir waren dauernd unterwegs. Sie war so bodenständig. Das kriegt man so nicht mit, aber sie war so bodenständige leibende Frau. Ja, alle. Ich vermisse extrem, wirklich. Ja. Aber so Zwiegespräch führst du nicht mit ihr? Zwiegespräch? So, schon ein bisschen, ja. Ich frage sie schon oft, ja. Mhm. Doch. Und über heute, also den Umgang in der Politik, dass so Dinge... Ja, ich bin froh, dass sie das nicht mitkriegt, ehrlich gesagt. Aber was hätte sie gesagt? Die Oma hat immer gesagt, selber denken. Das hast du jetzt so schön gesagt mit dem selber denken. Das schließt sich jetzt der Kreis zum Opa von Michael. Ja. Voll, selber denken und genau. Du musst den ersten Schritt machen, damit die, also wie dieser Stein, der ins Wasser fällt. Ja, genau, und dann die konzentrischen Kreise. Michael? Ja, und ich habe schon das Gefühl, dass einfach das für den Opa, glaube ich, aktuell auch sehr schwierig wäre, einfach das mitzuerleben, wie jetzt gerade beim Klimaschutz so wenig wieder vorangeht. Ja. Und wir schauen jetzt echt gerade nicht in eine rosige Zukunft ein. Mhm. Es steht so viel am Spiel und mein Opa, der hat sich damit beschäftigt, der hat das gewusst. Der hat genau gewusst, wann wir die Erde um 3 Grad erhitzen. Dann wird das einfach heißen, dass weltweit die Menschen nicht mehr dort leben können, wo sie jetzt leben. Sie müssen dann flüchten in andere Regionen. Es wird zu Kriegen kommen und so weiter. Und all diese Konsequenzen... Hat er schon gesehen gehabt. Hat er schon gesehen gehabt. Ja. Und es wird ihm, glaube ich, extrem schwerfallen. Und deswegen unterstützt das aber danach so einfach, wann wir Jungen auf die Straßen gehen und wann wir versuchen, uns dafür einzusetzen und das zum Besseren zu machen. Aber ihr werdet alle nicht so tolle Menschen, junge Menschen, wie ihr da sitzt, wenn ihr nicht Oma und Opa gehabt hättet, möglicherweise. Die euch geprägt haben, wie gut, dass es Oma und Opa gibt. Mhm. Sie sind quasi die erweiterten Eltern, sie übernehmen die erweiterte Elternrolle und sie sind tragende Vorbilder. Also ein Hoch auf unsere Großeltern. Danke fürs Zuschauen. Wollen auch Sie mir Ihre ganz persönliche Geschichte erzählen? Dann rufen Sie uns doch an. Meine Redaktion ist immer für Sie da.